Recht herzliches Willkommen zum letzten Spiel der ersten Hälfte der dritten Liga und wir gucken uns jetzt mal die Spiele an. Wir hatten ja im letzten Spiel gewonnen. Na, was geht denn jetzt? Im letzten Spiel hatten wir ja gewonnen gegen Fortuna Köln 3-1. Das war sauber. Das fand ich auch nice. Deswegen haben wir jetzt den Knackpunkt, dass wir im nächsten Spiel gegen Cottbus morgen, also in dem Spiel morgen, haben wir das Spiel gegen Cottbus und das ist das letzte Spiel, was wir wirklich spielen und da geht's dann im nächsten Spiel geht dann die zweite Hälfte der dritten Liga los. So, wir wollen jetzt erstmal, erstmal eine Aufstellung machen. Sollte euch das Projekt gefallen, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Da würde ich mich richtig drüber freuen, denn es ist wirklich eine super Sache, wenn ihr mich dabei unterstützt. So, okay, dann werden wir mal weitermachen. So, und es wird heute auch noch ein kleines Kanal-Update kommen, wo ich euch über zukünftige Projekte am Laufen halte. Aber dann, das werden wir dann gleich sehen. Ich werde das Video jetzt erstmal hochziehen, dann werde ich erstmal das Spiel starten, also dann werde ich erstmal eine kurze Pause machen, dann wird das Kanal-Update aufgenommen mit der Sache vom, also da werde ich ETS fahren. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Denn ja, ich will da ein bisschen was machen und auch euch auf dem Laufenden halten. Das wäre wirklich kein Problem, dass ich da jetzt mal wieder ein Kanal-Update für euch bringe. Alles klar, dann rein in die Sitze, ab ins Stadion und zugeschaut. Es geht los. Wir sind zu Hause gegen die Kotzebus. Gegen den Energie Cottbus. So, dann gehen wir in die Kabine. Und dann stoßen wir an. Anstoß, auf geht's. Jena gegen Cottbus. Es geht schon gut los, aber nein. Wir haben schon wieder einen Fehlpass gechartert, aber wir sind noch im Ballbesitz. Eine geniale Sache. Hau und... Ah, verdammt, das war vorbei. Wenn wir heute wieder 3 Punkte holen, dann steigen wir wieder auf und gehen weiter auf die Aufstiegsränge zu. Das ist natürlich etwas perfekt. Und solltet ihr in die Kanal, in die Beschreibung mal gucken, dann findet ihr sämtliche Links, die ihr, wo ihr zu meinem zukünftigen Kanal Kanälen kommt. Unter anderem findet ihr da auch einen Link zum Shop, wo ihr super gute Sachen findet. Ja, super. Easy. Weiter so. Ja. Ach, Mann, Eckart, wasche deine Knochen. Hättest du besser machen können. Wir müssen nämlich heute wieder was ziehen hier. Einwurf, Ochsen. Die Ochsen werfen ein. Und weiter geht's. Kübler, der kübelt gerade. Kübler und... Ach, Mann. Ey, das ist doch nicht wahr.
Jetzt macht mal ein bisschen Druck hier. Ja, schon besser, Brown. Rüber und zack, ja! Ja, 1-0. 1-0. Jordan Brown hat ein Tor geschossen. Und damit steht es wunderbar für uns. Wir sind auf Aufstiegskurs. Schön ausgenockt, den Torwart. Das ist wunderbar. Und wir sind auf Platz 11. Immer noch. Ah, heilige Kacke. Wir wollen ja eigentlich nach oben, nicht nach unten. Aber das ist egal. Wir machen das schon. Wir ziehen da schon durch. Mit 27 Punkten sind wir jetzt vorne. Bloß, wir müssen uns da noch ein bisschen was holen. Gelbe Karte. Oh, gar nicht gut. Aber egal, super gemacht. Weiter geht's. Die Ochsen. Tietz, Ochs. Tietz. Kübler. Eckert. Eckert am Ball. Kübler. Brown. Eckert. Kübler. Brown. Eckert. Und Brown. Und jetzt gibt Brown rein und... Gibt's? Nein, es gibt nichts. Ach, schade. Ah, Elfmeter. Super, 2-0. Kommt jetzt. Hau das Ding in die Maschen. Ja, 2-0. Super, super. Es läuft für uns. Der Torwart bleibt stehen und das Ding ist drinne. Hehe, cool. Sauber, Jungs, sauber. So kann es weitergehen hier. Oh, hoppla. Freistoß für Energie. Ach, verdammt. War nicht so klug. Wieder vor auf die Abwehr rein, oder hinter die Abwehr rein wollten wir spielen, aber egal. Und? Ach, verdammt. Das war wieder mal nix. Ach Mann, was macht denn ihr? Kommt! Nehmt den Ball ab, sonst gibt's einen Klingeling! Ja, oder auch nicht, denn unser Torwart ist etwas besser. Na komm, Brückmann. Ach, das war doch wohl nicht dein Ernst! Brown hat wieder einen Ball und es gibt. Ach, verdammt. Es ist einfach nur ein bisschen schade. Wow, schade. Schade, schade. Wäre schön gewesen. Ja, wenn er gekommen wäre, wäre es schön gewesen. Es wäre es 3-0. Ich werde mal meine Mannschaft loben, sonst schlafen die mir hier noch ein. Auf dem Feld. Da verlieren wir dann 100-2. Ach Mann. Oh, ey, das darf. Nee, nein! Oh, Glück gehabt, ey. Glück gehabt. Ja, was war denn das? Ah, den hättest du mit der Brust annehmen können, Junge. Brust an, runter, weiter geht's, zack. Und somit haben wir wieder Gegenpressing. Scheit.
Eckball für Energie. Na, was ist denn da los? Jungs, ihr macht mich fertig. Mann, was ist denn das, Leute? Macht doch mal hin. So, Eggert und... Ach, verdammt. Wäre schön gewesen, wenn der gekommen wäre, aber Ecke ist noch besser. Volkmar, was macht Volkmar? Ja, toll. Freistoß. Eggert, das machst du besser, schätze ich. Wow, verdammt. Mann, das wäre zu schön gewesen. Eggert nochmal zum zweiten und ach, direkt und er hat ihn. Verdammt. Ja, toll. Ja, oh, Fehlpass, ey, das gibt's doch nicht. Oh, ey, Alter. Jungs, Konzentration. Falls ihr sowas kennt. Der wirft Schreien, aber auch nicht schlecht. Wow, das war zwar exzellent, aber auch wieder nicht. Aber das kriegt man hin, das kriegt man hin. Das schaffen wir. Kommt, Jungs. Eckball. Eckball für Energie Cottbus. Parker. Und Cox so hatten. Super. Zwei Minuten nach Spielzeit in der ersten Hälfte. Jena gegen Cottbus. Halbzeit im Ernst-Abbe-Sportfeld. Super. Es läuft. Dann werden wir mal die zweite Halbzeit anpfeifen. Ja, pfeife, ich hab's gepfiffen. Oh, haben wir ein Schwein. Haben wir ein Schwein? Wow. Komm, Tietz, das machst du. Kübler und ach, verdammt. Mann, das kann doch wohl nicht sein. Ja, unser Torwart ist schon gut. Super, super.
Läuft. Nicht. Da war ein Fuß da mehr dazwischen. Eckert lässt ihn stehen. Gibt zu Tietz. Tietz. Ja, 3-0. 3-0. Du. Jawoll. Eckert mit der Vorlage. Sauber hier. Ei, und er war herrlich. Da kann er nur noch in das Leere fliegen, der Torwart von Cottbus. Ich hoffe, das läuft jetzt. Na, was war denn das? Team. Nein. Denn die haben nämlich schon gewechselt. Was ist denn das? Meisten roten Karten. Und dann werden wir den nämlich mal ein bisschen auf die Hufe treten. Wenn die nämlich schon gewechselt haben. Die zweite gelbe, super. Eieieiei, das war nicht so gut. Wir müssen auch ein bisschen damit arbeiten. Stürmer, ein Moment. Wir werden wieder was machen. Wir werden den machen und wir werden, na, und enge Manndeckung immer. Ja, dann werden wir die Tackling-Dings auch noch machen. Besser ist es. So haben wir dann nämlich. So haben wir noch ein bisschen was davon. Ja. Eckball. Super. Oh, 4-0. Jawohl. Das läuft. Jungs, das ist doch spitze. In die Mauer und dann hat Schenkua geschafft, ihn einzunetzen. Ein Mann frei. Also das läuft. Jetzt sind wir Platz 10. Oh, Torwart. Die haben noch nicht gewechselt. Gelbe Karte. Gut. Folgt Madrid. Kübler am Ball.
Ochs am Ball. Und Tietz. Ach. Du warst im Abseits. Schade. Ja, das war nicht schlecht. Eckball für uns. Könnte ein 5-0 geben. Ja, Torabschluss für Cottbus. War nicht so genial. Ach, kommt Jungs. Lasst euch die Butter nicht vom Brot nehmen, Jungs. Gegnerische Anweisung, die haben gerade gewechselt. Und bestätigen. Gelbe Karte, vierte gelbe Karte der Saison, super. So. So, jetzt werden wir mal einen Spielerwechsel vollführen. So, wer ist denn jetzt hier am schwächsten? Tietz. Gegen Brückmann. Dann nehmen wir Eckert noch raus gegen Schlegel. Und Volkmar noch raus gegen Eismann. Dreifachwechsel bei Jena. Sören Eismann gegen Volkmar, Schlegel gegen Eckert und ja, ihr habt selbst gesehen. Es läuft. Au, Eckball. Nochmal. Ja, das könnte was für uns werden. Das könnte was für uns werden. Also das wäre jetzt eine super intensitäre Sache. Aber kriegen wir noch ein Tor rein oder kriegen wir keins rein? Eckball. Na, boah, Glück gehabt. Da haben wir aber wirklich Glück gehabt jetzt. Der
Der war nicht so gut geschossen. Freistoß für uns. Oh, schade. Sauber getackelt. Rückmann, Tor! Ja! 5-0! 5-0! Braun zu Ochs. Ochs flankt zu Brückmann. Brückmann, Feuer und drin ist er. Eine saubere Sache. Weg mit Anilla, raus aus Gefahrenbereich. Ah, geil, gefällt mir. Ja! 5-0. Super. Das war mal ein super Ding. 5-0 und Platz 10 mit 27 Punkten. Das könnte so weitergehen, finde ich cool. Gucken wir nochmal in die E-Mails. Jena fehlt Cottbus vom Platz, ja. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause, Hause, Hause fahren. So, der FC Karlsruhe Jena hat sich den 5-0 Endstand redlich verdient, da man das Spiel in der dritten Liga gegen den FC Energie Cottbus im Ernst-Appel-Sportfeld vollkommen unter Kontrolle hatte. Ein Doppelpack von Philipp Tietz verhalf Jena zum Sieg. In der 12. Minute brachte der Stoßstürmer Julian Günther Schmidt Jena mit einem umfangreichen Abschluss aus kurzer Distanz in Führung. Nach 17 Minuten verdoppelte der Zielspieler Tietz mit einem kraftvollen, ins untere Eck geschossenen Elfmeter den Vorsprung für Jena. Sein zweites Tor im Spiel erzielte Tietz in der 51. Minute mit dem platzierten Schuss. Nach 62 Minuten vergrößerte der inverse Außenstürmer Fabien Chengkua den Vorsprung mit einem sauberen Schuss aus 22 Metern in den Winkel. Der Zielspieler Brückmann komplettierte in der 89. Minute die verheerende Niederlage mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern ins rechte untere Eck. Jena konnte bisher in der Saison alle Erwartungen übertreffen und befindet sich auf dem 10. Platz in der dritten Liga. Jena hat in der dritten Liga seine letzten 5 Heimspiele unentschieden gespielt und eine gewonnen. Cool. So, dann werden wir den noch lobend erwähnen. So, Vogel holt neue Gesichter zu Jena. Der derzeitige Trainer Roberto Vogel sitzt im Ernst-Appel-Sportfeld noch nicht allzu viele Spiele auf der Bank und schon hat der neue Trainer sich als jemand erwiesen, der lieber einkauft als verkauft. Ein Großteil der Transfermittel wurde bereits ins neue Spielermaterial investiert und so hat Vogel den Kader um 8 neue Spieler anwachsen lassen, darunter den 275.000 Transfer des jüngsten Torhüters Niklas Mohr vom Sportclub Austria Lustenau. Jena
hatte einen guten Start und legt so eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Saison. Derzeit steht der Verein auf dem 10. Tabellenplatz. Ja, so liebe ich das. So liebe ich das, Jungs. Es gibt nichts Schöneres. So, naja, dann gucken wir gleich mal unseren nächsten Gegner an. Den werden wir gleich nochmal auf die Hufe treten. Den werden wir auf die Hufe treten. So haben wir nämlich die ganzen Spieler, die nämlich besonders sind, unter der Kontrolle unserer Mannschaft. Und das hat man, glaube ich, auch bei den Spielen jetzt gesehen, dass man da echt ein bisschen besser zurechtkommt. So, Training, ihr kriegt jetzt für morgen frei. Kalendario. Cottbus, ihr habt jetzt erst einmal die Woche frei. Und dann kann es so ein bisschen weitergehen. Denn, wie gesehen, so gesagt, Karlsruhe kommt zu uns. Wir kommen zu Karlsruhe, so. Heißt, Startseite. Karlsruhe Jena, 5. gegen 10. Oh, das wird gut, das wird gut. Ich hoffe, dass wir da wieder mal gewinnen. Also wir haben jetzt 2 Spiele gewonnen und befinden uns auf Tabellenplatz 10. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Haben 34 Tore erzielt, das ist Platz 3. Gegentore haben wir 27, gelbe Karten sind 31, sind wir auf Platz 6, rote Karten 1, Platz 5. Zuschauerschnitt haben wir 6.636, sind wir auf Platz 11. Und 19 Spiele haben wir aktuell absolviert. Mit dem gestrigen. Oder mit dem gerade eben. So, gucken wir mal, was der Vorstand uns sagt. Sehr sicher. Schön. Zusammenfassend ist der Vorstand mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Dies wurde durch die Begeisterung der Fans beim Jenas 3-1-Sieg über Fortuna Köln in der 3. Liga unterstrichen. Trotz der positiven Entwicklung sind die Gehaltsausgaben des Vereins hoch. Dagegen werden sie etwas unternehmen müssen. Ja, ist ja gut. Werde ich bei gegebener Zeit mal machen. Wenn ich Zeit habe. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt, wir stoßen zur 2. Hälfte der 3. Liga an. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Schwitzt nicht so viel und macht euch ins Bad. Also, bis dahin, euer Offenbarer.